Wer ist eigentlich Willy Brandt? Willy Brandt wurde am 18. Dezember 1913 in Lübeck geboren und er war von 1969 bis 1974 der vierte Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Seine Amtszeit zeichnet sich vor allem durch eine neue Ostpolitik aus, durch innenpolitische Reformen und wir klären, was es mit dem Namen Herbert Frahm auf sich hat. Brandts Regierung wollte das Verhältnis zu den Ostblockstaaten entspannen. Er setzte auf einen Wandel durch Annäherung, um hoffentlich zu einem geregelten Nebeneinander der beiden deutschen Staaten BRD und DDR zu gelangen. Wichtig im Hinblick auf unsere Nachbarländer war hierbei die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze. Die Oder-Neiße-Grenze ist noch heute die Grenze zwischen Deutschland und Polen entlang der beiden Flüsse Oder und Neiße. Damit fielen mehrere ehemals deutsche Gebiete Polen zu, was Brandt als unausweichlich für eine Versöhnung ansah. Im Dezember 1970 reiste Brandt zur Unterzeichnung des Vertrages zur Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze in die polnische Hauptstadt Warschau. In Warschau selbst besuchte er einige Denkmäler zu Ehren der Kriegsopfer. Brandt kniete unerwartet vor dem Denkmal der Helden des Ghettos, einem Denkmal zu Ehren jüdischer Gefangener während des Krieges, nieder. Der Kniefall von Warschau ging um die Welt und wurde auch von vielen Opfern der Nationalsozialisten als große Geste der Versöhnung angesehen. Nicht zuletzt aufgrund des Kniefalls und seiner Bemühungen zur Aussöhnung zwischen Ost und West erhielt Willy Brandt im Jahr 1971 den Friedensnobelpreis. Innenpolitisch versuchte sich die Regierung Brandts unter dem Motto Mehr Demokratie wagen. Es wurde unter anderem das Scheidungs- und Abtreibungsrecht reformiert, was Frauen und werdenden Müttern mehr Rechte und Entscheidungsfreiheit gab. Zudem wurde das Bundesausbildungsförderungsgesetz eingeführt, kurz BAföG, das insbesondere Studierenden zugute kam. Weitere innenpolitische Maßnahmen waren die Herabsetzung des Wahlalters von 21 auf 18. Und es gab mehr Mitbestimmung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gegenüber ihren Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, sowie von Mieterinnen und Mietern gegenüber ihren Vermieterinnen und Vermietern. Was hat es nun eigentlich mit dem Namen Herbert Frahm auf sich? Na, vielleicht ahnt ihr es schon. Was nur die wenigsten wissen, Willy Brandt wurde 1913 unter dem bürgerlichen Namen Herbert Frahm geboren. Während der Diktatur der Nationalsozialisten floh Willy Brandt 1933 in die norwegische Hauptstadt Oslo, um dort im Untergrund gegen die Nationalsozialisten zu arbeiten. Dort nahm er den Namen Willy Brandt an, den er schlussendlich auch bis zu seinem Tod 1992 behielt. 1974 trat Brandt im Zuge der Guillaume-Affäre von seinem Amt als Bundeskanzler zurück. Günther Guillaume war ein enger Vertrauter Brandts, der allerdings gleichzeitig ein Spion der DDR, also des Ostens, war. Man konnte davon ausgehen, dass viele wichtige Informationen dorthin gelangten und aufgrund dessen sah Brandt sich gezwungen, das Amt niederzulegen. Willy Brandt war noch bis 1987 Vorsitzender der SPD, ehe er 1992 verstarb. Willy Brandt stand vor allem für den Versuch der Versöhnung vergangener Verbrechen. Vom Kniefall aus dem Jahr 1970 in Warschau gibt es unter anderem eine Gedenkmünze. Wenn ihr aufpasst, könnt ihr diese 2-Euro-Münze, die erst vor kurzem im Umlauf ist, vielleicht selbst in der Hand halten.